Ich heiße Eva Schmeckenbecher und ich komme aus Stuttgart in Deutschland. Und hast du auch einen Werkarbeitsraum oder so weiter? Ja, ich wohne dort in einem Atelierhaus, in einem Wohnatelier und hatte dort genug Platz, um meine Arbeit für hier auch vorzubereiten. Und was für eine Studien hast du gemacht vorher? Ich habe Kunst studiert in Stuttgart an der Kunstakademie und mein Hauptfach war eigentlich Malerei. Meine Arbeit hat sich dann aber schnell geändert und ich arbeite viel mit Fotografie oder durch Fotografie. Und wie bist du auf diesen Kunststudium gekommen? Ich bin eingeladen worden, beim Artflow Festival mitzumachen. Das hat stattgefunden im Kloster Bentlage. Und so kam eben hier dieses Projekt zustande für das Kunsttürmchen in Almelo. Und was hast du denn jetzt hier gemacht für diesen Kunsttürmchen? Ich habe Almelo im Sommer besucht und viele Fotos gemacht vom Turm und von der Umgebung vom Turm. Und diese Bilder zu Hause mehrfach überarbeitet, gehäutet, übermalt, zerschnitten, neu zusammengesetzt, mit der Idee, durch die Bilder etwas freizusetzen, etwas wie persönliche, subjektive Assoziationen freizusetzen, durch den Umgang mit den Fotos. Das ist, was du jetzt zeigst im Kunsttürmchen. Was findest du von Almelo? Ich mag es sehr gerne. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich mag, dass es am Wasser liegt. Und ich finde diesen Raum, dieses Kunsttürmchen ganz toll. Das ist das erste Besuch von dir an Holland, haben wir verstanden. Kannst du noch etwas darüber erzählen? Ich war tatsächlich vorher noch nie in den Niederlanden. Und mein Besuch im Sommer in Almelo war mein erstes Mal in den Niederlanden überhaupt. Und so habe ich gleich doch einen ganz tollen Eindruck bekommen. Okay, danke. Das ist gut. Wir haben zusammengearbeitet mit Eva und also ich war auch an dem Konzept von dem Stück ein bisschen involviert und hat sich ergeben, dass eine Klangkulisse nötig war und das habe ich gemacht auch.